Der 1928 geborene Zbigniew Brzezinski ist eine der schillerndsten Figuren der außenpolitischen Elite der Vereinigten Staaten. Seine Schriften bestechen durch ihren Sinn für die machtpolitische Realität und irritieren zugleich durch die Konsequenz, mit der diese Machtpolitik entfaltet wird. Da Brzezinski an der Gestaltung des Kalten Krieges aktiv beteiligt war und bis heute eng mit den politischen Eliten Amerikas verbunden ist, sind seine Bücher nicht nur historische, sondern immer zugleich auch politische Dokumente, die einen tiefen Einblick in das Selbstverständnis amerikanischer Außenpolitik gewähren. Nun ist Brzezinski mit einem neuen Buch an die Öffentlichkeit getreten. Dieses trägt den Titel Strategic Vision und ist insofern höchst bemerkenswert, als Brzezinski darin eine weitreichende politische Wende vornimmt. Er fordert eine umfassende Revision der bisherigen Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges. Die zentrale These des Buches lautet, dass die USA sich heute in einer ähnlichen Situation befinden wie die Sowjetunion in den 80er Jahren. Ging es in seinem letzten großen Buch The Grand Chessboard noch darum, die politische Kontrolle über Zentralasien zu gewinnen und sprach er 2008 immerhin noch von einer Second Chance zur Errichtung einer unipolaren Welt, so gesteht er jetzt ein, dass der Machtverlust der USA und die multipolare Welt Realität geworden sind. Damit kommt es zu einer ganzen Reihe von Neubewertungen. Am erstaunlichsten ist, dass er seine radikale Gegnerschaft gegenüber Russland, die in all seinen früheren Büchern direkt oder unterschwellig präsent ist, aufgegeben hat. Mehr noch, für das Überleben des Westens sei es zentral, Russland zu integrieren. Die ganze Bedeutung dieser Kehrtwende wird jedoch erst verständlich, wenn man sich den Verlauf von Brzezinskis Karriere vergegenwärtigt. Man könnte Brzezinski als eine moderne Erscheinung des königlichen Beraters bezeichnen. In ihm verbinden sich die Eigenschaften eines politischen Denkers und kühlen Praktikers fast bis zur Ununterscheidbarkeit. Schon in seinen frühen Büchern wird seine Faszination für Macht und ihre Analyse deutlich. Seinem vorrangigen Interesse, die bestehenden Machtstrukturen im Dienste und Sinne der Vereinigten Staaten zu stärken, folgte auch seine Arbeit als Sicherheitsberater unter Jimmy Carter. Damals, in den Jahren 1977 bis 1981, war er direkt an der Ausgestaltung des Kalten Krieges beteiligt. Waren Nixon und Kissinger noch primär um eine Erhaltung des Status quo bemüht gewesen, interessierte Brzezinski von Beginn an die Frage, wie man den Kalten Krieg erneut verschärfen und zu einer endgültigen Entscheidung bringen könnte. Sein Einfluss muss auch deshalb hoch veranschlagt werden, weil viele seiner Konzepte anschließend auch von der Reagan-Administration fortgeführt wurden. 1998 enthüllte er in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Nouvel Observateur, dass die USA bereits vor dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan die Mujahedin finanziell unterstützt hätten. Ziel dieser Politik sei es gewesen, so Brzezinski, die Wahrscheinlichkeit eines Einmarsches der UdSSR in Afghanistan zu erhöhen. Gefragt, ob er die Unterstützung fundamentalistischer islamischer Gruppen inzwischen bereuen würde, antwortete er, was soll ich bereuen? Diese verdeckte Operation war eine hervorragende Idee. Sie bewirkte, dass die Russen in die afghanische Falle tappten und sie erwarten ernsthaft, dass ich das bereue. Am Tag, da die Russen offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter, jetzt haben wir die Möglichkeit, der UdSSR ihr Vietnam zu liefern. Als der Interviewpartner nachhakt und auf die Verknüpfung von islamischem Fundamentalismus und Terrorismus hinweist, antwortet Brzezinski, was ist wohl bedeutender für den Lauf der Weltgeschichte? Ein paar verwirrte Muslime oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges? Der amerikanische Ökonom James K. Galbraith bemerkte einmal in einem Artikel, für Brzezinski stelle es eine Art Hobby dar, Russland Schaden zuzufügen. Diese Charakterisierung spielte darauf an, dass Brzezinski nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der UdSSR nicht zu einer wirklichen Neubewertung Russlands gelangt ist. Gewiss, es mag verständlich sein,
dass jemand, der sich selbst als einen der führenden Strategen des Kalten Krieges betrachtete und sein gesamtes bewusstes Leben diesem Kampf gewidmet hatte, nach 1991 das Bedürfnis verspürte, diesen Sieg auszukosten. Doch die politische Strategie, mit der Brzezinski dann 1997 in seinem bis heute berühmtesten Buch The Grand Chessboard an die Öffentlichkeit trat, bedeutete letztlich weit mehr als nur eine solche Genugtuung. Eine genauere Analyse zeigt, dass sich Brzezinski in diesem Buch für eine versteckte und indirekte Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln ausspricht. Der strategische Ausblick, den er vor 15 Jahren skizzierte, sah das Vordringen der USA und ihrer europäischen Verbündeten bis nach Zentralasien vor, indem die EU sich nach Osten ausdehnen sollte, die NATO gleichfalls Richtung Georgien und Ukraine expandieren würde und Pipeline-Routen durch verbündete Staaten bis ins Kaspische Becken hinein verlegt werden sollten, hoffte Brzezinski eine Art neue Seidenstraße bis nach China etablieren zu können. Die entscheidende Bedeutung dieser neuen Handelsroute bestand für ihn darin, dass sie dem Westen erlauben würde, seinen Einfluss bis in das Zentrum des mit Abstand wichtigsten Kontinents der Welt Eurasien auszudehnen. Gelänge es, eine geopolitische Ordnung Eurasiens zu gestalten, so würde diese automatisch auch für andere Teile der Welt Verbindlichkeit erlangen. Zugleich würde dieses Vorgehen Russland, die größte Landmacht auf dem eurasischen Kontinent, an seiner Südflanke umgehen und so die ehemalige Supermacht zum Randstaat einer zukünftigen Weltordnung degradieren. Brzezinski betrachtete 1997 Russland als einen gescheiterten Staat, der für absehbare Zeit in Chaos, Armut und ethnischen Konflikten versinken würde. So wird Russland von ihm als schwarzes Loch beschrieben, das über keinerlei geopolitische Wahl mehr verfüge, denn im Grunde genommen geht es ums nackte Überleben. Brzezinski dachte sogar laut über eine Teilung des Landes nach, einem lockerer konföderierten Russland bestehend aus einem europäischen Russland, einer sibirischen Republik und einer fernöstlichen Republik fiele es auch leichter, engere Wirtschaftsbeziehungen mit Europa, den neuen Staaten Zentralasiens und dem Osten zu pflegen. Einer machtpolitischen Einbeziehung Russlands in eine erweiterte westliche Weltordnung erteilte er dagegen eine klare Absage. Russland war einfach zu rückständig und durch den Kommunismus zu heruntergewirtschaftet, um ein brauchbarer demokratischer Partner der Vereinigten Staaten zu sein. Ähnlich wie Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg bei der Ausgestaltung des Versailler Vertrags für eine dauerhafte Schwächung des Deutschen Reichs eintrat, so propagierte Brzezinski in den 90er Jahren gleichfalls eine Weltordnung, in der der besiegte Konkurrent nur als geschwächter und eingekreister Problemstaat vorkam, während ihm die Rolle eines respektierten geopolitischen Akteurs nicht zugestanden wurde. Die Unfähigkeit, den Kalten Krieg geistig hinter sich zu lassen, spiegelte sich auch in Brzezinskis Überschätzung der zukünftigen Rolle der Vereinigten Staaten wider. 1997 ging er davon aus, dass die USA mindestens für den Zeitraum einer Generation, also bis 2027 oder sogar darüber hinaus, ihren Supermachtstatus in der Welt würden aufrechterhalten können. Zeit genug also, um entlang der neuen Seidenstraße eine transeurasische Sicherheitsarchitektur zu entwickeln, dieser sich aus Pipeline- und Handelsrouten, Wirtschaftsniederlassungen, Militärbasen und pro-westlich regierten Ländern zusammensetzende geografische Raum sollte weite Teile Asiens mit einer ausgedehnten EU und expandierenden NATO verbinden. Schließlich könnte auch China in diese Struktur integriert werden. Denn ein von multinationalen Kooperationen, Organisationen geknüpftes Netz schafft bereits ein informelles Weltsystem. Dieses auf fortschreitender Globalisierung beruhende Weltsystem würde dann die Insignien des derzeitigen Herrschers der Welt annehmen und somit dazu führen, dass das politische System der USA und seine Kultur sich auf ein transnationales Weltsystem übertragen und in diesem auflösen würden. Ein geostrategischer Erfolg dieser Zielsetzung wäre dann die durchaus angemessene Erbschaft, die Amerika als erste, einzige und letzte echte Supermacht der Nachwelt hinterlassen würde. Nun aber nimmt Brzezinski von dieser Vision entschieden Abstand.
Er erkennt die zunehmende Schwächung der westlichen Staatengemeinschaft. Gelingt es dem Westen nicht, mit Russland und der Türkei langfristige Kooperationen einzugehen, laufe er Gefahr, in der Welt isoliert zu werden. Angesichts der sichtbaren Annäherung von Russland und China ist es von brennender Aktualität. Brzezinski bereitet seine Leser sogar darauf vor, dass die USA ihren Einfluss in Mexiko verlieren könnten. Für ihn steht fest, die Zeit ist vorbei, da der Westen mit großspuriger Attitüde gegenüber Russland, China, Indien, Brasilien, Pakistan oder Iran auftreten kann. Besonders bemerkenswert ist Brzezinskis Position zum Nahen Osten im Allgemeinen und zum Iran im Besonderen. Das politische Erwachen, das die arabische Welt, aber auch andere Regionen, kennzeichnet, lasse die Menschen heute besser verstehen, wie die USA ihre Macht in der ganzen Welt ausüben. Sollten die USA oder die NATO im Nahen Osten einen neuen Krieg beginnen, werde dies eine Welle des Anti-Amerikanismus hervorrufen, durch die der Westen fast jeden Einfluss in der Region verlieren könnte. Angesichts des neuen politischen Bewusstseins der Weltbevölkerung seien Kriege schlichtweg keine Optionen mehr.